Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Regierungskoalition hat vor 3 Monaten einen Antrag vorgelegt, der eigentlich ein Signal sein sollte, ein Signal für den Eintritt in die neue digitale Welt. 50 Mbit pro Sekunde soll allen Menschen in der Bundesrepublik zugänglich sein, nicht nur den privaten Nutzern, sondern eben auch den Betrieben, die dringend darauf angewiesen sind. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, dieses Beamen in das neue Internetzeitalter ist doch erschreckend stecken geblieben. Und irgendwie schmeckt auch das Ganze ein bisschen nach kaltem Kaffee, wenn man sich den Kern dieser Vorlage, dieses umfangreichen Antrages ansieht. Das ist im Kern nichts anderes als die Fortsetzung einer Breitbandstrategie, die wir schon seit 2009 kennen. Damals hieß der Minister noch zu Gutenberg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind eben stecken geblieben und kommen nicht voran, und zwar aus 2 Gründen. Zum einen haben wir in den letzten Haushaltsdebatten immer wieder erfahren, die Bundesregierung feiert sich in den Haushaltsplänen für die schwarze Null und verhindert staatliche Investitionen in die Zukunft des Landes. Und zweitens, die privaten Investoren sind immer noch nicht geneigt, Milliarden locker zu machen, um in die digitale Infrastruktur einzusteigen. Aber der Ausbau schneller Netze wird nicht klappen, wenn nicht investiert wird. Viel Geld ist nötig. Zwischen 85 und 95 Milliarden Euro müssten her, wenn wir eine flächendeckende Glasfaserversorgung haben wollten. Das schreiben Sie ja ganz richtig in Ihrem Antrag. Doch Sie machen keinen Vorschlag, wie Sie auch nur annähernd an diese Summe rankommen wollen. Was machen Sie stattdessen? Sie rechnen aus, was noch fehlt, um den von zu Gutenberg hinterlassene Breitbandlücke zu schließen, und machen Ihrem Minister ein paar Vorschläge, wie er vorgeben könnte. Doch das ist für uns aus unserer Sicht ein konzeptionsloses Weiter-so. Mit dieser Politik befördern Sie keinen Aufbruch ins digitale Zeitalter, Sie behindern ihn sogar. Statt konsequent auf einen Glasfaserausbau in öffentlicher Verantwortung zu setzen, beschwören Sie den sogenannten Technologiemix. Das hört sich zumindest noch innovativ an. Gemeint ist damit, DSL, Glasfaser, Kabel, Satellit und Funknetze sollen zusammen so zusammengezwirbelt werden, dass am Ende die Bandbreiten erreicht werden. Aber auch diese Infrastruktur kostet doch 20 Milliarden Euro. Auch diese Infrastruktur, das ist nicht billig. Aber im Haushalt 2014, auch künftig wahrscheinlich im Haushalt 2015, wenn wir uns nicht durchsetzen können als Opposition, ist nicht zu erkennen, dass auch nur ansatzweise staatliche Zukunftsinvestitionen gemacht werden. Schwarze Null, Schuldenbremse, das wirkt soziale Politik ab, aber das wirkt auch eine zukunftsweisende Industriepolitik ab. Nach der Logik der Bundesregierung und auch nach der Logik dieses Antrags bleibt nur eins: der Markt soll es richten. Und der jetzt schon gescheiterte sogenannte wettbewerbspolitische Ansatz wird beibehalten. Aus dem Haushalt soll 1 Milliarde Euro kommen, wenn die Rundfunkfrequenzen im 700er-Bereich versteigert werden und noch weitere Frequenzbereiche dazugekommen. Die sogenannte digitale Dividende 2 sollte bereits ab 2017 Förderprogramme speisen für den Netzausbau. Inzwischen ist aber klar, dass vor 2019 die Frequenzen gar nicht frei werden, und die Milliarde könnte auch schnell um einige hunderte Millionen weniger ausfallen, wenn die Länder ihre Ansprüche geltend machen. Aber auch die privaten Investoren, Kapitalfonds und Versicherungen wollen mit ihren Milliarden nicht so recht ran an diesen Zukunftsmarkt. Das Vermögen in Deutschland beläuft sich auf 7,2 Billionen Euro. Davon besitzen die reichsten 10% der Deutschen 4,8 Billionen Euro. Wenn wir die Bundesrepublik sozialer und moderner machen wollen, dann kommen wir nicht umhin, diese Frage zu stellen und eine gerechte Steuerpolitik durchzusetzen. Wenn die Bundesregierung jetzt daran geht, öffentliche Infrastruktur für Investoren attraktiv machen zu wollen, dann ist das genau der entgegengesetzte, nämlich und der falsche Weg. Die Folgen von Privatisierung, Anlagefonds und windigen Investorenmodellen sind die Ursache der Finanzkrise, unter der wir heute noch leiden. Ein letzter Satz. Darum ist es nötig, Finanzmärkte auszutrocknen und das Vermögen für gute Infrastruktur heranzuziehen. Das sind die Grundlagen für eine moderne Industrie- und Netzpolitik. Und das ist mit der Linken zu machen, aber nicht das, was Sie in Ihrem Antrag zusammengeschrieben haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Behrens. Nächster Redner in der Debatte, Martin Dörmann für die SPD.